Seid gegrüßt und herzlich willkommen zum siebten Teil des Spiels Prey mit der Sigmod Mod. Danke für eure Daumen, die ihr mir gegeben habt, und ein paar Kommentare wären natürlich nicht schlecht. Vor allem von Prey-Kennern. Gut, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen reorientieren. Wir sind gekommen von dieser Seite. Jawohl. Und hier gibt es wieder was Kreuzmäßiges. Stopp mal, mein Vogel ist da. Okay. Dann gehen wir mal hier rum. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen oder was oder wie. Oh, ich kann hier ein paar Sachen aufladen. Das ist gut. Ah ja. Ich habe ja so eine neue Gun hier. Moment, wo ist sie? Das ist sie. Hier kann ich wieder so eine tote Hand drauflegen. Oh! Ja, man sollte nicht zu lange auf die Maus tippen. Okay. Alles klar. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und hier haben wir doch irgend schon was zu hören. Da. Okay. Oh! Ja, vielleicht sollte ich mal wieder die Ferngeschichte nehmen. Oh, der trifft mich auf die Füße. Ja, von Aschenputtel schöne Füße. Oh, jetzt Mist. Oh, ja. Vielleicht kann ich... Ja, schaffe ich ja nicht. Nee. Ja, jetzt ist mein Vogel mit dem beschäftigt. Das ist richtig gut. Ja, super klasse. Also dieses oben, unten, rechts und links, das ist ja echt übelst. Na, wieso bin ich jetzt so schräg? Ja, toll. Ah, das ist cool. Bevor ich sterbe, kann ich sozusagen erstmal... Hä? Nochmal. Ich war ja fast ohne Energie. So. Ja. So, jetzt gehe ich mal in Spirit-Modus. Gehe wieder zu... Ah ne, schade. Ich dachte, der würde sich jetzt ein bisschen mehr regenerieren. Aber dem ist doch nicht so schade. Yep. Hoffe ich. Oh, immer noch da oben, dieser komische Alien da. So, jetzt ist er weg, ne? Ja. Bum, 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 bum. Ich hab so Herzklopfen. So. Oh, geil. Klasse. Okay. Hat er. Okay, der fällt erstmal nach oben. Respektive nach unten. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Spirit. Ach ja. So, jetzt gucke ich mal, dass wir hier ein bisschen was einsammeln können. Und hier kommen wir nicht weiter. Wo ist mein Falke? Der wird mir wahrscheinlich sagen, dass ich hier durchgehen soll. Und hier eine Gummihand drauflege, oder? Nee. Die habe ich ja natürlich im Spirit-Modus nicht. Da kann ich nämlich keine Materialien. Kann ich nur aufheben. Aber da komme ich eh nicht hoch. Die Kraft habe ich nicht. Hm. Das wird ein bisschen. Gucken wir mal hier durch. Hier muss ich die Gummihand drauflegen. Aber hier passiert ja nichts. Hier runter komme ich nicht. Gucken wir uns da nochmal genau an. Hier, von hier sind wir ja gekommen. Können wir wieder hin. Aber, aha. Also
Vögelchen, wo bist du? Es ist wieder weg, das Vögelchen. Ach, Leute, nee. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Richtig, jetzt halten wir hier die Gummihand durch. Okay, brauche nur kurz die Maus klicken. Und weiter geht's. Und zwar in diesem Raum. Ekelhaft, was ist da? Da liegen schon Tote. Wie sind das? What the hell killed these guys? Ja, what the hell? Okay. Oh, ich höre wieder so komische Geräusche, Leute. Was? Ach, ich kann saugen. Ja, dann sauge ich mal hier ein bisschen was auf. Das ist Blitz. Ah, jetzt verstehe. Ach, das Ding war's. Ach, ich Dullkopf. Ah ja. Ups. Mist. Tommy, da sind wieder diese Typen. Die sind jetzt einfach mal so verschwunden. Komm ich hier weiter? Ja, komm ich. Ah. Der hat ja eine super gute Waffe. Mal gucken. Hab ich eine jetzt weg? Nee. Ah, jetzt haben wir dieses Gyroskop da. Wow, the gyroscope. Tja, dann soll ich doch mal wieder hier. Ah. Mensch, Vögelchen, lenk dich doch mal ein bisschen ab. Ja, super geil, weg. Hühner Schleim im Anmarsch. Jawohl, der ist. Oh, jetzt kommt noch einer. Okay. Ah, daneben. Mist. Jetzt muss meine Waffe sich wieder ein bisschen regenerieren. Ich bin sogar angeschlichen. Alien-Schleicher mit den elastischen Beinen. Na? Kaputt. So, schauen wir nochmal. Ob es hier irgendwo was versteckt gibt. Das ist ein Spiel, wo man echt in eine Richtung gucken muss. Das muss man sich echt angewöhnen. Okay, das wird so sein, dass ich jetzt ein bisschen was aufsaugen kann. Und dann genießen wir erst nochmal hier richtig dieses schöne Gyroskop. Portal. Ja, ich weiß, mein Schatz. Wir wollen das Ding mal anhalten. War das nur einer? Okay. Das Ding steht. Das Ding steht, das Ding steht, das Ding geht runter? Nein! Nein! Was ist denn jetzt los? Okay. Okay, habe ich so einen Granatwerfer mit drauf. So, kann ich jetzt da durchspritzen? Durchwerfen? Wo ist es hin? Hat sich verpisst. Alles klar. Mhm. Ich sag dazu jetzt nichts. Aber es ist ja ab 18, nicht wahr? Mhm. Schön rasierte Öffnung. Es ist hier rausgekommen. Oh Gott. Komm, Tomasi. Nisi? Ja. Wo bist du? Oh, er führt mich wieder in diese Spektralwelt. There are others. Da sind andere. Was jetzt? Ist ja lustig. Der Großvater holt mich da raus. Absolut irre. Okay. Das heißt, es sind noch andere Freunde hier in dieser Welt.
dieser Spiritual Welt. Bin ich jetzt hier richtig? Ja, okay. Ja, Großvater, erzähl mir was. Pay heed to the Dark Ones, Domasi. The metal world threatens all of humanity. It must be stopped. I don't have time for this, Inisi. I just want to get Jen and go home. There is far more at stake than Jen's life. You must listen to me, Domasi. No, Grandfather, do as I ask. Please. Tommy, go to the Spirit Cave. I have something to show you. Okay, das wird wieder ein Kurs. Ein Kurs von Inisi. Vielleicht noch irgendwelche weiteren Fähigkeiten, die ich erwerben kann. Schöne Höhlenmalerei. Okay. So, die Steinchen sehen reichlich locker aus. Aber sie halten mich. Kann ich eigentlich hier? Ich kann sogar hier in dieser Welt mich umwandeln. So. Okay, das ist okay. Aber ich will wissen, wo wir hier rauskommen. Ah, das ist noch ein anderer Ausgang. Okay, jetzt gehen wir dann wieder zu unserem Falkensymbol. Sicher hier geöffnet. So. Irgendwas noch hier. Oh, ein paar lustige Malereien. Aha. What is this? Wow, Jen, schön. She's alive. She lives. But your training is far from complete. You have much to learn if you are to survive what lies ahead. There's no time. Jen needs me now. If this is the path you are determined to tread, so be it. But you should know that there will be consequences. I'll deal with that when the time comes. Okay. You shall see, grandson. If you will not accept the knowledge I have to offer you, perhaps you will accept the help of others. There are brothers around you from many tribes. Some have hidden among the Dark Ones for centuries. They have powerful medicine, Tommy. Okay. They can help you. Their fires will guide you. Watch for them. What fires? What are you talking about? Aha. Okay, jetzt kriegen wir irgendwelche Hinweise. Also wegweisende Feuer sozusagen. Aha. Super. Kann ich irgendwie was saugen? Nein, kann ich nicht. Da bin ich wahrscheinlich rausgekommen. Ja, ja. Achtung, herabfallende Trümmer vom Shuttle-Turm. Wo denn? Oh, 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 oh. Hier plötzlich so ein. Verstehe ich nicht. Gut, das heißt also. Jetzt gehen wir erstmal hier durch. Okay, den habe ich erwischt. Was zum Geier? Ja, diese Grüngiftballons. Moment mal, ist das offen hier? Sache, es ist offen. Kann ich die von hier auf? Ach, die kommen hier nicht. Doch. Oh, die spritzen auch noch grünes Zeug. Ja, ja, okay. Ach, da bist du. Ist das Ding jetzt hin oder was? Altes Ledersofa hat, der fühlt sich an solche Sounds erinnert. In diesem Teil sehe ich das Vieh nicht. Okay. Da ist es.
So. Eine Granate verfeuert. Sehr gut. Oh, ich habe ja noch genug Leben. Dann gucken wir uns das mal an. Aha, das ist der Shuttle-Turm. Mhm. Was heißt das jetzt? Hier gibt es eine Leitung. Ah ja, alles klar. So, kann das sein, dass jetzt eine Linie weggegangen ist? So, wie viel Munition habe ich hierfür noch? Mhm. Aufzug. Rufen. Ist der denn schon da? Okay, er ist schon da. Heimatland. Ja, mein Schatz. Ebene 1, Ebene 3, Ebene 1. Wo geht's denn jetzt hin? Das ist wahrscheinlich hier unten. Genau, richtig. Gehen wir mal zur Ebene 2. Wo ist die nächste Öffnung? Alles klar. Ist hier. Down. Weapon down. Nee. My Fireman. Okay, was sind das hier für Waffen? Okay. Ja, das kann ich nicht entziffern. Hier ist nichts. Aha. Boah, in was stecken wir hier eigentlich? Oh, schau mal. Hier eine Röhre. Eine Kraftfelsröhre. So. Was haben wir hier? What's this? Geil. Ich fliege jetzt mal so weg. Ja, das ist natürlich klasse. Also, um mich abzuschießen. Okay, links Systemenergie, rechts Zustand der Außenhülle, links. Das ist ja klasse. Wow. Blasting. Was war das denn eben? Klasse Explosion. Also, rechte Maustaste ist steigen. So, Enter ist... Was war denn das? Strahl auf der Suche. Aha. Dann werden wir doch mal den Strahl hier aktivieren. Ne, hier passiert nichts. Futsch. Was? Moment mal, Außenhülle stark beschädigt. Was heißt das? Ah, okay, ja stimmt. Also hier muss ich wieder mich aufladen. Ja, jetzt muss ich auch mal gucken, ob hier irgendwie an den Wänden was ist. Das ist echt der Hammer hier. Okay, am besten hier irgendwie hoch. So. Gegner habe ich nicht mehr. Jetzt haben wir hier... Ach, das ist mit den Fires will guide you. Ich wollte es gerade sagen. Ich wollte es gerade sagen. Auf der Suche. Kein Ziel. Moment. Ziel erfasst. Ach so. Schön. Und tschüss. Muss nah genug dran sein. So sieht das also aus. Das heißt also, ich könnte dann hier durch, aber das Ding ist auf Rot. Gibt es noch irgendwas? Nein. Also ich hänge schon hier an der Decke. Hier ist der Eingang grün. Hier komme ich nicht rein. Das heißt also... Was? Oder... Ah ja, das habe ich da also runtergeschmissen. Ja. Ah, da ist eine Tür. Wieso sehe ich das nicht gleich? So, jetzt muss ich mal gucken. Ah ja, okay. So, mit Enter komme ich hier wieder raus. Speichern wir das auch mal, denke ich mir mal. Shit.
Deckung. Oh, immer noch zwei Peoples. Oh, oh. Wo läuft er denn jetzt hin? Ja, okay, das ist ein bisschen geschützt. Da werde ich wahrscheinlich jetzt ausrichten, weil da Gitter sind. Warnsystem deaktiviert. Ne, das werden wir auf gar keinen Fall aktivieren. Wir werden auf jeden Fall erstmal ein paar Sachen hier holen. Ja. Meine super. Oh, da ist noch nicht mehr so viel. Was steht hier? Wandgang deaktiviert. Gang, Wandgang aktivieren. Da ist der Wandgang. Sehr schön. Okay, ansonsten dürften wir alles abgegrast haben. So. Jetzt müssen wir wieder aufpassen. Und Umblick. Aha. Okay. Ja, wir drehen uns. Was ist das? Was ist das? Das ist Aktivierung eines Portals. Okay. Mal hier durch. Jetzt fetzen wir hier durch. Kommt mir bekannt vor. Oder? Hä? Mal. Wenn es so sein sollte, wie ich denke, dass da oben dann dieser Wandgang ist. Vielleicht sollte ich mal auf meinen Vogel hören. Aber den kann ich nie sehen. Ja, okay, hier war ich schon. Alles klar. Gut. Dann muss ich also hier wieder hin. So. Und mein Vögelchen sagt... Ja, schön. Habe ich doch schon aktiviert. Ah, vielleicht sollte ich mal gucken. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie was. Nö. Ich komme doch hier nicht durch. Oder? Nee. Das ist zu eng. Nee, komme ich nicht. Das ist aktiviert. Ja, hier komme ich eh wieder raus. Überlegen. Schwupps, ich musste eben noch mal überlegen. Deswegen dieser kleine Ruckler. Ich pausiere das manchmal. Und ich hoffe, dass es nicht so arg stört für euch. Ja, Vögelchen, ich weiß, du sitzt hier. Hier muss ich rüberkommen. Wo ist denn hier ein Hint? Ha. Hier komme ich ja wieder unten raus. Okay, das hat ja irgendwie eine Bedeutung, wenn ich hier unten wieder raus soll. Vielleicht muss ich ja zurückgehen. Vielleicht ist das ja der große Hinweis. Nein. Ist er nicht. Oder vielleicht muss ich nochmal da durch. Nee, das ist eh das Gleiche. Ah, verreck. Vielleicht muss ich echt wieder zurück. What was that? Ja. Oh no. Ach du liebes Lieschen. Also,
Ich musste zurück, das ist also der Hinweis gewesen. Ja, schön, jetzt habe ich solche Peoples da. Das heißt, ich muss ganz schnell versuchen, wieder so ein lustiges Schiff zu kriegen. Oh, Alter! Das ist ein geniales Spiel, da ist ja alles drin. Okay, du bist kaputt. Immer in Bewegung bleiben. Außenhülle. Oh, war ja Außenhülle. Los. Lade ich mal ein bisschen auf. Oh, ich kann hier nicht. Alter. Okay. Außenhülle ist wieder ein bisschen beschädigt. Aufladen. Okay, ich glaube, ich habe es geschafft. Okay. Das war also ein Hinweis, dass ich zurück muss. Ja, und dann gehen wir wieder zurück zum Turm, weil wir sind ja aus der zweiten Ebene. Ich muss hier nochmal durch. Ich kann mich aber hier nicht, kann hier nicht landen. Das heißt, schauen wir mal. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Zum nächsten Fahrstuhl. Ja, Aufzug. Jetzt gehen wir mal in die oberste Etage. Oh, ich konnte das lesen. Jetzt ist das Vieh da hinten auch grün. Sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr gut. Was war jetzt? Hat sich hier... Oh, was ist das? Ah, wo ist hier ja der Eingang? Na, was mache ich denn? Ich bin jetzt so gesch... Oh, Mann! Okay. Ach, hier ist der Eingang. Also, runter in die mittlere Etage, damit ich wieder ein Schiffchen kriegen kann. Und dann gehen wir da hinten auf der anderen Seite durch. Jawohl. Wo ist denn das? Das ist da drüben. Nee, hier ist keiner. Hier ist nur der. Hammerteil. Hammerteil. So. So, hier rüberfetzen. Ups. Oha. So. Nein. Jetzt weiß ich auch, was los ist. Ich muss mit dem Schiff da oben rein. Okay. Erstmal hier rüber gehen, gucken, ob irgendwelche Peoples kommen. Was passiert jetzt? Okay, gehen wir mal nach unten. Und wir müssen hier durch. Primär gehen, Nahrung suchen, Erfahrung. Okay. Ein Infoterminal. Okay, nochmal weiter durch. Ah, hier gibt es wieder so ein Alien-Spuckmaul. Gute Sache, das. Ja, hat mich auch schön regeneriert. Ja, und ab dieser Stelle machen wir mal für die Folge 7 mal Schluss. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt einen Kommentar, gebt mir einen Daumen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!